Das nächste Schlagmuster ist das Acoustic Classic Schlagmuster. Mit dem werden im Prinzip alle Songs gespielt, die man. Das nächste Schlagmuster ist das sogenannte Acoustic Classic Schlagmuster. Mit dem Schlagmuster werden fast alle Akustikgitarren-Songs gespielt, die mit Stimme und Gitarre zusammen gemacht werden. Und das ist auch ein Schlagmuster, was jeder so ein bisschen intuitiv schon drin hat, wenn man noch nie Gitarre gespielt hat und man versucht, irgendwie so einen Rhythmus aus der Hand rauszuholen, dann kommt meistens das dabei raus. Wird also ständig immer wieder gespielt in sämtlichen Songs. Und das ist eben, deshalb habe ich das Acoustic Classic genannt, weil es einfach ein Klassiker auf der Gitarre ist. Wir spielen am Anfang eine Viertelnote, dann kommt eine kurze Achtelnote, direkt danach ein Aufschlag, dann ein Abschlag in der Luft, dann wieder auf, ab, auf, ab, ab, auf, auf, ab, auf, ab, auf, 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 ein bisschen schneller. Dieses Schlagmuster ist relativ leicht zu erlernen, sieht in den Noten hier auf dem Blatt ein bisschen kompliziert aus, weil ich da hier einen sogenannten Haltebogen mit eingebaut habe. Aber das ist eigentlich schon schaffbar. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen der Schlagmuster. Guck dir auch meine anderen Videos an auf meinem Kanal. Ich habe noch einen ganzen Haufen Lehrvideos erstellt und ich wünsche dir viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Dein Georg Norberg. Tschüss.